Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde hier von Minecraft. Ich will noch nicht sagen, dass wir heute nicht viel aufgenommen haben. Ich wüsste gar nicht, wie viel wir aufgenommen haben heute. Das ist eventuell schon ein bisschen ungeheimlich, je nachdem, wie man es nennen darf. Aber ist doch schon gesehen eine Menge heute. Also, man darf nicht unter- oder übertreiben, aber heute sind wir schon wieder bei 11 Aufnahmen. Also, das geht doch schon ein bisschen eine Runde klar. Ob wir das wirklich schaffen oder nicht, das steht im Raume. Übrigens, im Raume ist es so gesehen ein bisschen kühler, da ich etwas eingeleitet habe, da ich ja meinen Ventilator auf Stufe 2 gesetzt habe. Und es mir so gesehen die Beine wegwindet. Und das Gute ist, das lassen wir da hinstehen. Und übrigens, da hinten ist auch noch ein grüner Mann, also nicht der, den wir gerade besudeln. Aber hinten ist wirklich noch ein grüner. Also wirklich einer, der Wumms hat. Der wird uns eventuell doch schon eine Runde rasieren, weil wir nicht wären. Wenn wir nicht wären, dann wäre die Welt einfach ein schlechter. Ist er wirklich, wäre wirklich schlechter. So, wenn wir, eigentlich nie. Je nachdem ist halt, wäre die Welt hier so gesehen einfach nichts. Da würde die wie im Kosmos halt eine Runde so leben, wie sie will. Und das tut sie auch. So gesehen sind wir doch nur eine Verschlechterung für das Ganze. Du kannst nachts schlafen, ist wieder Tag oder was? Okay. Haben wir die Nacht überlebt mit einer... Oh, guck mal, wie viel schon morgens? Oh-oh. Ich... Hat schon kurz geruckelt, wieso auch immer. Okay, wir haben keine verfickten Pfeile mehr. Shit, müssen wir wieder am Pfeiler kommen, das heißt, wir müssen wieder die Dinger metzeln. Und das geht doch nur über mit Schwert. Also das heißt, wir müssen jetzt mittlerweile wieder... Wir können keine... Keine Dingens mehr, keine Pfeilbogenartisten ohne Gewährleistung oder sagen wir so. Die grünen Männchen können wir auch nicht mehr einfach so eine Runde abmurksen. So. Ich nehme das hier mal hin. Also gut, wir haben ja oben noch teilweise Sachen, die wir erledigen können. Ich bin mittlerweile wahrscheinlich schon raus. Ich hab heute immer noch was gemacht. Zwischen den Folgen. Zwischen diesen und der letzten habe ich noch was gemacht, denn. Okay, wir haben was zu tun. Ich habe nämlich mal geschaut. Man kann ja solche Dinger, wie soll man nehmen? Solche Schränke unter das Lavabo, also unter das Lavabo halt hängen. Oder stehen und liegen lassen. Und wir haben da so ein doofe, wie soll man sagen, so ein Henkel halt unten runter angeschraubt. Und da habe ich einfach mal gesehen, ja, man könnte ja Sachen runterlegen, aber da müssen wir leider zuerst das Ding abschrauben. So, ich habe mal das abgeschraubt. Das besteht eigentlich nur aus der Halterung, aus der Schraube, so einem kleinen Aluminium- oder Blechding. Und darauf ist eine Mutter gelegt, die dann im Aluminium-Ding arretiert wird. Und somit dann das Ganze irgendwie halt im Press, wenn du die Schraube anschraubst, wird das Ganze an... Dock ein bisschen angeschraubt will. So, also hält sie sich eigentlich selbst, je nachdem halt von der Schraube her gesehen. Je länger du das, je breiter, je stärker du das anschraubst, natürlich, desto fester hält es logischerweise. Und ja, das Abnehmen ist so eine Sache. Das geht ja noch locker flockig von der Hand, aber das andere ist natürlich wie das Anmachen. Boah, das ist kacke hier. Shit, wir müssen Inventarentleerung betreiben. Ja. Ich abschrauben ging irgendwie, sag mal so, umgerechnet irgendwie, sag mal 5 Minuten oder so. Oder nicht mal 3 Minuten. 2 Minuten, je nachdem. Aber das anschrauben, boah. Da musste das kleine Ding, also, sag mal so, ist ein Aluminium-Ding ins Bums da. So lang. Und es ist dreimal breiter als die Öffnung im Lavabo, ne? So, mit so ein Loch, dann Ding ist Lavabo. Unten drunter mehrere Löcher natürlich. Und davon musste eins da irgendwie reinstoßen. Ich muss das ganze Ding rausnehmen. Oh, das ist doof gewesen. Sackerkacke doof, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Und wie habe ich es angeschraubt? Aber die Möglichkeit besteht, dass wir das wirklich absolut einfach nur wegnehmen. Wirklich 100% wegnehmen und zum erst drunter schieben können. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt handhaben mit meinem Mitbewohner. Da wird wahrscheinlich noch andere Sachen haben und tun und lassen können. Aber ja, wir werden jetzt mal besprechen, jetzt, wie wir das machen und weiterfahren, wenn wir brauchen Platz. Und auch je nachdem, wenn dann eine Dame einzieht, brauche noch, sagen wir so, noch mehr Platz in der Hütte. Als sonst wo. Aber na gut, ist ein anderes Thema. Etwas anderes, was wir vielleicht mal anderen mal klären können. Aber muss sagen, jetzt schon wieder nach, bei 5 Minuten hier ist es wieder, schwitze ich schon wieder eine Runde. Ich habe keine Ahnung wieso. Es ist vielleicht auch nur die Ausdünstung der wunderschönen Welt hier.
Also ich weiß nicht, was los ist, nämlich hier in meinem Rechner. Da müsste auch eine Grafikkartenwasserkühlung haben. Scheiße, ist echt so scheiße. Ich mal kurz, könnte ich noch? Geht das Ding nochmal? Oh. Lass mich so schnell ablenken. Hier muss man noch sagen, guck mal, also nochmals, ich bin hier. So. Man hört es vielleicht. Ich bin wirklich daran, Ventilator richtig einzustellen irgendwie. Boah, das macht sich schon teilweise irgendwie von der Kälte weh. Komisch. Ich muss es wirklich einstellen hier unten. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Pop. Bob, können wir nochmal runterdrehen? Ne, runter. Ja, machen nur vertikal. Also das Ding, dass man so rausboostet. Wenn das Ding so steht, dass es so rausgeht, so, so. Also wir haben eigentlich vier Positionen. Hoch, so 22 oder keine Ahnung, wie viel Grad das halt ist. Aber irgendwie 22,5 Grad, dann 45 und dann nochmals 20, dann nochmal 0 oder so, je nachdem, was man nennen darf. Ja, ich hoffe mal, das funktioniert alles gut. Man könnte eigentlich, so gut wie es wäre, eigentlich den Ventilator in den Rechner pusten lassen. Ob es gut ist, keine Ahnung. So, was haben wir noch? Weizenkörner. Futtern können wir, ja. Aber später. Hallo. Haben wir schon mit den Wegen wirklich sehr viel schon gemacht, ne? So hier, genau, wir brauchen Bruchstein von Bruchtal. Oh, geil, ich will heute, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Aber, ich hätte Ringe, Hobbit auch vielleicht, ne, ich weiß, dauert vielleicht schon lange, oder vielleicht, wir müssen eh noch andere Sachen machen hier. So. Ach, von oben her kommt das gute Stück. Wir brauchen Bruchstein. Oh. Sonst noch irgendwas? Keine Ahnung. Aber wir brauchen es auf jeden Fall. Wir haben Bruchstein. Wir haben Kies. Wir sind glücklich. Glückliche Menschen oder was genährte Menschen sind gleich glückliche Menschen, wie man es so schön sagen kann. Wenn man wirklich Nahrung hat, ist man auch glücklich. Ne? Ist ja eigentlich logisch. Nur die Frage an der Sache ist, wenn man auch glücklich ist, hat man dann. Ist man dann nicht, sagen wir mal so, too fett? Also, wenn man je nachdem über genährt wird, ist man da irgendwann sag mal, so pappevoll, oder? Wie ist denn überhaupt? Ich kenne mich da wirklich nicht so gut aus. Und ehrlich gesagt, ich will mich ehrlich gesagt nicht so gut mit dem. Ich könnte mich mit der Materie schon gut auseinandersetzen, aber ich frage mich auch teilweise, ob das so eine gute Idee wäre, wenn wir jetzt wirklich 100% immer wieder mit sag mal so mit Esswaren und Co. konfrontiert wären. Ob das so eine gute Idee wäre, wirklich immer und immer und immer reinfuttern, immer reinfuttern wäre, ob das wirklich so eine gute Sache wäre, ich bezweifle es stark. Also wenn wir immer futtern, in kleinen Maßen, wenn das wirklich so ist, wenn du jetzt, sag mal so, wenn du rumsitzt und nichts machst, vielleicht, wenn du, sag mal so, überspitzt gesehen, 1000 Kilokalorien futterst, um es gut zu rechnen halt, und dann auch irgendwie, sagen wir mal, so 900.000, 1.001 nimmst. Dann ist ja deine Bilanz so gesehen mit deinen Ausgaben so gesehen in korrekter Weise. Ne? Ist ja 1 und 1, 10 zusammen, hier gibt 2. Wenn jetzt aber je nachdem, ich glaube, wie ich bei jemandem zugehört habe, ist es anscheinend wirklich so, dass man, wenn man wirklich extrem zunehmen will, muss man pro Tag irgendwie
über mehrere Wochen oder Monate lang irgendwie, ich glaube, 500 Kilo Kalorien mehr zu sich nehmen. Und das klingt jetzt im ersten Moment wirklich nach viel. Aber wenn man mal denkt, schon ein Schokoriegel hat schon 200-300 Kilokalorien, dann kann man sich mal ausmalen, was man so in sich reinstoppen würde, wenn man es wirklich immer tun will. Müsste vielleicht 2-3 Sachen mehr einnehmen und dann wäre Schicht im Schacht oder so. Aber als viel ist es auch nicht, 500 Kilogramm. Also wenn das eine normale Mahlzeit ist, etwas um die 700, 800, 900 Kilokalorien. Je nachdem, Morgenessen vielleicht weniger, Mittagessen vielleicht mehr, Abendessen vielleicht wieder weniger. Ich glaube, Mittagessen ist eher das Größere. Ich weiß, für anderen Personen ist es halt ein bisschen anders. Aber sag mal so, mit vielleicht das Abendessen und so ist wieder noch anders. Aber man sollte eigentlich am Abendessen, man sagt das gut, ich spreche heute am Morgen wie ein Bettler, Mittag wie ein Bürger und am Abend wie ein Fürst. Aber ist eigentlich gesehen, ich weiß nicht, wie es bei, ist nicht ganz klar, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber sagen wir mal so, in der Theorie ist es so, dass man ja am Abend schlafen geht nach dem Abendessen, je nachdem. Und dass sich der Körper ja mittlerweile auch ein bisschen daran gewöhnt haben und dran gemacht haben. An so Sachen. Und da ist, wäre nicht gut, wenn da, so wie ich das mitbekommen habe, wäre es nicht optimal, wenn der Körper dann auch immer noch zu tun hätte. Na gut, tolle Wurst. Und daher sollte man abend eher weniger essen, habe ich gehört. Das kann natürlich für andere anderes sein oder irgendwie Gewohnheiten anders darstellen. Ah, fuck. So, zack. Aber es sollte so sein, dass wirklich alles ganz Gute. Das Essen, das gut genährte Essen soll am Mittag sein für Autonormalverbraucher. Klar, jeder Mensch ist anders, jeder hat irgendeine andere Gen-Manipulationsdinger im Kopf. So, hier noch der zu und dann haben wir es eigentlich so vom Grundkonstrukt her. Müssen wir nur noch die Steine ansetzen. Und hier noch zumachen. So, bauen wir hier noch eine Runde ab. 1, 2, 3. Und hier bauen wir an. Oh. Jetzt wird es wieder dunkel hier. Jetzt wird es echt wieder dunkel. Das ist ein bisschen doof. Aber was macht man nicht alles? Im Dunkeln arbeiten. Das darf man eigentlich nicht machen. Und ich glaube auch in der nächsten Episode, meine Freunde, in der nächsten ist schon wieder ein bisschen, das war nicht fortschritt, aber langsam gut genug. Ist es vielleicht wieder Zeit für Brot? In Not oder so? Wir machen Wege. Ich finde es echt genial. Wirklich, dass wir hier solche Wege machen. Auch funktionieren. Kann man hier genau eine rüber machen. Ich weiß, ob es so. Aber hier kommen eigentlich drei Wege zusammen. Und ich weiß nicht, wenn wir hier wieder einen Abweg machen oder so. Ne, hier geht ja nicht. Aber hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Aber hier wieder irgendwie ein Anwesen machen oder so. Pff, keine Ahnung. Aber es funktioniert. So. Im Schild rumlatschen in der Nacht ist gar nicht mal so schlecht. Das brauchen wir natürlich noch. Das ist innen drin, da müssen wir vielleicht irgendwann mit World mal alles aus, alles mit Erde ausfüllen, denn das ist schon doof, wenn da immer wieder Monsterchen kommen. Okay, haben die gute. Sache gedämmt, wollte ich gerade sagen. Wir haben gar keine Pfeile bekommen. Sehe ich das richtig? Wie sehe ich das richtig? Wir haben gar keine Pfeile bekommen. Und die kann man nicht aus dem Boden rumfischen. Wow. So geht's. Wir können nichts machen. Wir können nur rumstehen. Wir haben es, ich sage nicht langsam drauf, aber ja doch.
Nein! Warst du doof? Ich war zu doof. Oh, oh, shit. Wir haben Monster in der Nähe, die nicht so gerade klug sind. Okay, da macht's nicht aus, aber ist schon doof. Die Musik ist ein bisschen laut. Pfeile! Ein Pfeil, wow. Wir sind Millionäre in Pfeilen sammeln. Vielleicht nochmal nächsten Pfeil, Gigant, aber zuerst. Ich will zuerst futtern. Angenehme Lautstärke ist immer gut. Hallo, ich bin hier, du Doofkopf. Zwei Pfeile, yay! Wir sammeln wieder Pfeile auf. Ist ja nicht viel, aber wir sammeln sie immer noch. Ja, wir sind eigentlich mit den Wegen soweit. Ich sehe ja wirklich recht gut voran und wir vernetzen langsam alles. Ob das drei Wege auf dem gleichen Sinn gut gewesen sind oder gute Idee, das weiß ich selbst nicht, aber ich denke mal, das sind nicht die schlechtesten Ideen, die wir machen können. Oh, wo sind die Dinger hier? Zwei Pfeile, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben ja noch teilweise andere Prospekte. Oh. Freunde, so geht's nicht. Oh, das wird ein Kampf hier. Oh shit. Sieh mal, nicht mal bemerkt. Okay, jetzt doch. Okay, wir müssen. Okay, das war strategisch gesehen komisch, aber okay. Wieso der hier aber nur nicht explodiert ist, das wundert mich ja schon. Haben wir zwei Pfeile. Oh, da kommt der nächste Pfeil an. Juhu, wir haben Pfeile. Oh. Wir haben aber gute Sachen. Keine Pfeile, leider. Aber ist da war es wirklich so, dass wir hier einfach nur nichts haben. Wieso? Hab ich doch gewusst. Das könnten wir eigentlich aufsammeln, aber haben wir nicht getan. Wieso immer... So, wundergut. Wir holen uns. Okay, da kommt eine Spinne. Ich weiß, da kommt eine Spinne an. Aber tun mal so, dass wir die nicht hier wären. Oh. Das ging ja besser als gedacht. Wirklich besser als gedacht. So eine Frage. So, meine Freunde, wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Episode. Falls wir hier noch sind und falls wir noch verweilen, denn, ja, wir werden eventuell sterben.